Ah, Tennis. Während Fußballspiele und Fußballturniere zu jeder Sportveranstaltung der Jamaat fest dazugehören, sah das bei Tennis ganz anders aus. Ein Tennisturnier in der Jamaat? Gibt es das? Ja, das gibt es. In diesem Jahr sogar schon zum zweiten Mal. Ausgerichtet wurde es von der Majlis-e-Sehet. Vergangenes Jahr gab es das erste Turnier. Damals war es eher als Startschuss gedacht. Wir waren da eigentlich ganz offen halt, ja, und wollten erstmal schauen, okay, wie viele Teilnehmer haben wir, wer möchte da teilnehmen, wie ist überhaupt die Qualität, das kannten wir alles noch nicht. Ne? Und wir haben dann halt über diese Plattform von Majlis-e-Sehet das halt organisiert. Ja. Nach dem ersten Turnier vernetzten sich die Spieler besser und versuchten auch mehr Spieler zu gewinnen, die im Verein Tennis spielen. Das macht sich beim zweiten Turnier schon bemerkbar. Dadurch ist jetzt, sag ich mal, heute das Turnierfeld ein bisschen breiter, halt, und auch, sag ich mal, die Qualität ist schon besser als letztes Jahr. Und so erwarten wir, dass wir jedes Jahr auch uns steigern und auch also viele junge Leute noch dazu bekommen. Wir haben jetzt heute Alhamdulillah zum ersten Mal einen 14-Jährigen spielen lassen. Ja, und ich denke mal, dass wir noch weiter die Jungen fördern werden und dadurch auch dann neue junge Spieler dann auch dazu gewinnen werden für die Majlis-e-Sehet. Tennis ist übrigens nur eine Sportart, die die Majlis-e-Sehet anbietet. Wir haben Alhamdulillah 10 Sportarten mittlerweile. Da sind auch Mannschaftssportarten, Einzelsportarten, also Cricket, Fußball, Tischtennis, Badminton, Basketball, Volleyball, Bergsteigen, Radfahren, Tennis. Also das sind alle Sportarten, die wir anbieten, indem wir auch jedes Jahr Turniere organisieren, wovon auch dann ganz Deutschland die Spieler zusammenkommen und dann ein Turnier mitspielen. Und auch ein Tennisturnier soll nächstes Jahr wieder stattfinden. Spieler sind herzlich willkommen.